Die meisten Kommunen sammeln organische Abfälle heute getrennt vom Hausmüll. Bioabfall ist ein anerkannter Rohstoff für Kompost und Blumenerde. Das organische Material in der braunen Tonne enthält aber auch große Mengen Energie. Seit 2007 nutzt der Wetteraukreis diese Energiequelle mit maximaler Ausbeute. Der Landkreis erweiterte seine bestehende Kompostanlage um eine spezielle Vergärungsanlage für Bioabfall. Betreiber ist die Gesellschaft Kompostierung Wetterau, ein gemeinsames Unternehmen des kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebes und des landwirtschaftlichen Maschinenrings. 300.000 Einwohner sind an das System angeschlossen. Neben der braunen Tonne stammt ein Drittel des Rohstoffs aus den Sammlungen von Grünschnitt und Gartenmaterial im Frühjahr und Herbst. Es ist ein schwieriges Material, um daraus Biogas zu gewinnen. Angelieferte Menge, Zusammensetzung und Energiegehalt schwanken je nach Jahreszeit. Es enthält hartes und grobes Material, oft auch Kunststoff und Metallteile. Bevor daraus Biogas werden kann, muss es zerkleinert, gereinigt und sortiert werden. Hier in der Halle werden die Bioabfälle angeliefert. Insgesamt 30.000 Tonnen pro Jahr werden zerkleinert. Die Zerkleinerungsmaschine ist wichtig, dass das Material für die Biogasanlage vorbereitet wird. Auf dem Sieb hier werden die vorzerkleinerten Materialien getrennt. Das feine Material, was hier runterfällt, bis 60 mm Größe, ist das, was viel Energie hat, was in der Biogasanlage verwertet wird. Der grobe Überlauf wird energetisch verwertet im Bereich Holzkraftwerke. Etwa 50 Tonnen fein abgesiebter Bioabfall wandern täglich als Energiesubstrat in den Biogasfermenter. Er hat ein Volumen von 1600 Kubikmetern. So sieht es im Innern aus. Dieses System kann mit seinem starken Rührwerk Material mit hohem Anteil Trockensubstanz verwerten. Es wird als sogenannter Pfropfenstrom innerhalb von mindestens 14 Tagen durch den Fermenter gedrückt. Die Betriebstemperatur im Innern beträgt 55 Grad. Krankheitserreger sterben dabei ab, Unkrautsamen keimen anschließend nicht mehr aus. Das Gas treibt ein 600 Kilowatt starkes Blockheizkraftwerk. Es liefert seit Dezember 2007 Strom an das regionale Netz. Ja, das war eine logische Ergänzung. Das Kompostwerk ist 1993 gebaut worden. Damals war die Technik zur Biogaserzeugung aus Bioabfällen noch nicht gegeben. Und in den letzten Jahren hat sich sehr viel entwickelt. Und seit die Technik jetzt ausgereift ist, haben wir dann den Erweiterungsschritt gemacht, damit die Energieproduktion aufgenommen und auch mehr Material selbst hier aus dem Wetteraukreis dann verwerten können. Die Wärme des Motors heizt zunächst den Fermenter, außerdem die Betriebsgebäude und sie liefert über einen Wärmetauscher Energie zur Trocknung von Hackschnitzeln. Der zähe Gärrest wird gepresst, der flüssige Teil im Düngertank gespeichert, bis er im Herbst nach der Getreideernte auf die Äcker kann. Ausgebracht wird der Flüssigdünger mit der Güllekette des Maschinenrings. Drei Transporttanks und ein Güllefass mit Schleppschlauch, ein besonders emissionsarmes Verfahren. Der Flüssigdünger ist reich an wasserlöslichen, pflanzenverfügbaren Nährstoffen und durch die vorangegangene Fermentation so gut wie geruchlos. Der feste Teil des Gärrestes durchläuft mit Grünschnitt gemischt noch einmal eine intensive Rotte und geht als Bodenverbesserer ebenfalls auf die Felder der Region. Zum Teil auch in private Gärten. Insgesamt ersetzen die Dünger aus dem Kompostwerk 100.000 Kilogramm Düngestickstoff pro Jahr, außerdem die Nährstoffe Kalium und Phosphor, denn der Entzug von Biogas nimmt dem Gärrest nichts von seinem Düngerwert. Die Energie der Kompostierung Wetterau nutzt für Sammlung und Transport nur die bereits vorhandenen Entsorgungssysteme für Bioabfall. Für eine vergleichbare Energieproduktion wären sonst knapp 300 Hektar Energiepflanzenanbau nötig. Die vollständige DVD »Das geht – Bioenergie aus Hessen«
erhalten Sie unentgeltlich beim Witzenhausen-Institut, Werner Eisenbergweg 1, 37213 Witzenhausen. Bitte senden Sie uns einen mit Ihrer Adresse beschrifteten und mit 1,45 € frankierten Rückumschlag.